Lieber Zwilling, herzlich willkommen zu deinem März-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein März gestalten möchte. Was hält er für dich bereit? Was steht zur Verfügung? Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist ausschlaggebend? Jedoch aber auch, was wäre ganz außer Acht zu lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Zwilling im März. Regen. Regen, Regen, Regen. Es scheint, du stehst im Regen. Doch es ist Ansichtssache. Ist es der Pechregen oder der goldene Regen? Die meisten Veränderungen, sagen sie, kommen mit einem Erdbeben einher. Warum? Ganz einfach, weil du ansonsten nicht aus deiner Komfortzone hinausschreiten würdest. Es ist der goldene Regen des Segens. Sie sagen, liebe Zwillinge, freut euch. Etwas Großes, ganz Großes, super Positives steht euch bevor. Ha, sie sagen, die helfende Hand aus dem Himmel. Eine Gelegenheit, eine Chance, ein Angebot, ganz egal, in welcher Situation du stehst. Es kommt zur perfekten Auflösung. Gefieder, Federn. Gefieder und Federn und das Tier. Deine Urinstinkte, lieber Zwilling, sie sind ganz wachsam. Hörst du auf sie? Bemerkst du sie? Du kommst in den März hinein und möchtest eigentlich ganz mimetisch untertauchen mit deiner Umgebung. Unsichtbar und transparent sein, ganz unbemerkt. No, baby, no. Das Rampenlicht, es wartet. Wir knüpfen am Februar an. Alle Augen auf dich. Manch einem wird es gefallen, andere werden sagen, oh mein Gott, ich kann mir Besseres vorstellen. Doch wir wollen dich auf der Bühne, zeig dich. Weiße Gewänder, Gefieder, wende es an, wie es für dich passt. Ein Mensch, der dir sehr, sehr nahe ist, greift dir unter die Arme, unterstützt dich, redet dir Mut zu. Doch du bist irritiert. Irritiert von dieser bedingungslosen Loyalität dir gegenüber. Doch man kann es auch komplizierter machen, als es ist, die Gesamtsituation. Deine Gebete werden erhört im März. Das, was für dich unlösbar scheint, unerreichbar, es ist alles möglich. Du setzt dich mit dir selbst auseinander, und zwar mit deinen Schatten, mit deinen Fehlern aus der Vergangenheit. Und du darfst erkennen, dass alles, pro, contra, hell, dunkel und so weiter und so fort, das Gesamte bildet. Es wird dir ein Spiegelbild gezeigt durch einen anderen Menschen. Und du bekommst eine riesengroße Erkenntnis über dich selbst. Die, schau her, lieber Zwilling, die kam schon, die Karte, deine Hauptenergie, deine Kraftkarte.
Du bist, kommst wieder in deine ureigene Kraft. Wie war das? Mit den Urinstinkten. Du räumst auf. Du möchtest dich entlasten. Du möchtest dich neu orientieren dürfen. Du darfst. Du wirst dich ganz vieler Habits, Interessen, Gerümpel entledigen. Wie im Innen, so im Außen. Der März, du räumst auf. Wisse, am 6. März ist es für dich wichtig, aufmerksam zu sein, welchen Menschen du begegnest. Es kommt ein Input, es kommt die Möglichkeit, wie kann ich dir sagen, dass wenn du diesen Input verstehst, gelesen, ausgesprochen, wie auch immer, dass du erkennst, dass du niemals von dir selbst getrennt warst, dass alles zu dir gehört, was dich ausmacht. Und du kommst in die Akzeptanz. Der März steht unter dem Stern der Liebe. Der März steht unter dem Stern deiner Gabe. Der März steht unter dem Stern des Neuanfangs. Du fühlst dich zu etwas ganz stark hingezogen. Dies kann ein Wasserzeichen sein oder ein Erdzeichen. Selbstverständlich kann es auch sein, dass du von nichts eine Ahnung hast und sich dieser jemand zu dir hingezogen fühlt. Jedenfalls, du darfst erkennen, du nimmst die Chance wahr, du kommst raus aus dieser stumpfsinnigen Stagnation, aus den Selbstvorwürfen, aus der Orientierungslosigkeit. Das, was du entdecken darfst, natürlich in dir ganz viele rauschende, berauschende, hinreißende Emotions. Nicht gleich kannst du mit ihnen umgehen. Es geht von zu Tode betrübt, himmelhoch jauchzend, die ganze Achterbahn. Doch es ist das Richtige, was du tust. Du wirst dich richtig entscheiden. Du hältst an deinen Vorstellungen fest, an deinen guten Vorsätzen, an deinen Prinzipien. Und siehst die Schatten der Vergangenheit. Was hat dich geführt? Was hat dich bestimmt damals? Was noch immer heute? Du bekommst eine wunderbare Geste aus eben die News, das Neue von einem Menschen aus deiner Vergangenheit. Du möchtest die Vergangenheit wieder gut machen oder dieser Mensch möchte sie mit dir wieder gut machen. Gut möglich, dass es sich um ein Familienmitglied handelt, zu dem kein bzw. ein sehr schlechter Kontakt besteht. Und dies, was da geschehen darf, was da Neues entstehen darf, gibt dir den Mut, auf der Bühne das Zeichen zu geben, dass der Vorhang sich öffnen darf. Es hat mit deinem Selbstbewusstsein zu tun. Es hat mit deinem Wertigkeitsgefühl zu tun. Und dieser Mensch, ich sage dir, der wird zu dir sagen, ich habe es nie so gemeint, gut möglich, dass es sich um eine weibliche Figur in deiner Familie handelt. Ich habe es nie so gemeint, du hast es leider vollkommen missverstanden. Du weißt, lieber Zwilling, Kommunikation entsteht beim Empfänger, in dem Fall bei dir. Keine Vorwürfe, nein, sondern sehe es einfach aus einem anderen Blickwinkel heraus. Wir haben hier ein Erdzeichen, insbesondere
Jungfrau oder Stier? Welches bis dato Superpowers hatte, doch diese dem Ende zugehen? Was bedeutet das? Dieses Erdzeichen ist der Erschöpfung nahe. Was kannst du tun? Vielleicht reicht es, Anerkennung zu geben, so wie du die Anerkennung missverstanden hast, weil du etwas anderes erwartet hast bis dato, könntest du vielleicht einfach mal anerkennen, dass eben dieser Mensch das gegeben hat, was er konnte, auch wenn es für dich nicht genug war oder nach wie vor ist. Der 6. März, ulala. Stumpfsinnigkeit, Motivationslosigkeit, keine gemeinsame Vision. Oder doch, schau genau hin. Sobald du genau hinschaust, erkennst du diese und du bist zurück in deinem Mojo. Es ist ein unendlich tiefes, wohltuendes Friedensgespräch, was in dir inneren Frieden auslöst, was wirklich Grund ist, wieder, dass du zur Lebensfreude findest und ich denke, es wird bei dir ja, schlichtweg von vorne angefangen, dadurch, dass du erkennst, was in der Vergangenheit eigentlich an Missverständnissen stattgefunden hat, nicht nur im Außen, sondern auch du dich selbst missverstanden hast, weil das Bewusstsein einfach noch nicht das war, das es heute ist. Ja, und ich denke, du wirst einiges neu umsortieren, dich darin neu umorientieren. Und du weißt, es ist noch ein bisschen ein Weg, bis sich das alles manifestiert. Doch im Endeffekt ist alles absehbar. Und ja, der März macht neue Kleider. Lieber Zwilling, wir machen weiter im Extended. Wir warten dort auf dich. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.